Es war von diesem Teil, da ich Sie herzlich begrüße. Ich freue mich, dass Sie mit uns den Advent beginnen. Besonderweise begrüße ich Herrn Kurt von Hermelwitt, unser Leiter von der Wiener Federspieler. Ich freue mich, dass Sie auch mit uns den ersten Adventssonntag beginnen und so uns einstimmen in den Advent und viele Musik und geistliche Lieder. Wenn Sie dann angefangen haben, mit der Chor und der freiwilligen Spende im Ausgang, das gehört dem Chor. Für die Pfarrer würde ich sagen, dass wir einladen zu einem Punsch trinken noch in unserem Wiederbeierhof. Wenn Sie die Kirche rausgehen, rechts hinüber und gleich im nächsten Haus oder wieder rechts hinein, kommen Sie zu unserem Chor. Jetzt wünsche ich nicht eine gute Unterhaltung heute für den Advent, sondern eine gesegnete Stunde mit Musik aus verschiedensten Traditionen und einen ruhigen und gesegneten Einstieg in den Advent. Ich darf Sie auch alle sehr herzlich begrüßen, ich freue mich über das zahlreiche Erscheinen und freue mich, dass Sie der Einladung auf den Höhen und Überflug durch die geistliche Chormusik gefolgt sind. Geistliche Chormusik ist, ohne das könnte man sich unsere Musiktradition gar nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, diese Sehnsucht nach der Verbindung mit dem Alleins oder wie auch immer. Und wir wünschen, dass uns das mit den Stücken von heute für Sie und für uns ein Stückchen gelingen möge. Und bitten Sie, das erst am Ende des Konzertes zu applaudieren, die Stille dazwischen für sich und zum Nachklingen.